Also auch von uns herzlichen Glückwunsch. Wenn man die ganzen Facts sieht, wie viele Kriterien Walter erfüllt er von der Kriterienliste, da sind glaube ich mehrere dabei. Alle. Im Übrigen, wenn man die Playoff-Spiele dazu nimmt, sind es 1197 DEL-Spiele, die meisten DEL-Spiele ever von einem Spieler überhaupt. Auch hier haben wir noch ein bisschen recherchiert, wie schafft man das, so viele Spiele? Indem man sich von Schwierigkeiten aufhört. Nein, Moment. Die Frage ist nicht, wie schafft man so viele Spiele? Wie schafft man so viele Spiele für einen Verein? 23 Jahre Kölner Haie. Sensationell. Das ist, finde ich, das eigentlich Geile. So diese Vereinsheroes, die 23 Jahre im Verein spielen, sowas wird, finde ich, immer weniger. Und da muss ich sagen, Hut ab, Chapeau. Warum 23 Jahre Köln? Was ist da schiefgelaufen? Gab es keine Angebote? Angebote gab es, aber es hat nicht gereicht. Und so viele Spiele heißt immer fit, immer gesund geblieben? Nicht immer, aber ich habe mich aus dem Gröbsten rausgehalten. Ja, ihr habt es gehört. Immer so Bauchmuskelzerrung am Karneval vorgetäuscht. Karneval war immer frei. Das ist aber ein Insider. Also. Ja, so Insider. Du siehst, wir wissen alles. Wir haben unsere... Tino war es nicht. Nee, Tino war es nicht. Das glaube ich auch. Weil der stand ja mit mir dann zusammen im Karneval. Damit. Das hat er nicht erzählt. Ah, nee, war es nicht. Entschuldigung. Dreh dich mal kurz um, du hast die Nummer 12. Die hängt unter der Hallendecke übrigens. In Köln. Wird in Köln niemals mehr vergeben. Aber auch kein Wunder, weil 12, wer hat 12? Keiner will 12. Und das war ein genialer Move, weil er hat gesagt, ich nehme die 12, da hängen sie auf jeden Fall die Nummer irgendwann auf, weil die will ja eh keiner. Wahrscheinlich, ja. Frage ich. War es so? Nein. Es hat einen Grund, warum die 12? Also einen Grund hat es nicht unbedingt. Die 12 hat mich halt mein ganzes Eishockey-Leben lang begleitet, schon von den Knaben auf. Immer die Nummer 12 gehabt und anscheinend wollte die keiner immer haben. Deshalb hat also, doch. Also doch? Also anscheinend schon. Hast du recht. Also die war immer frei gewesen und ich habe dann immer direkt zugeschlagen. Und ich glaube 2002 deutscher Meister mit Köln. Wann war das? War glaube ich auch die letzte deutsche Meisterschaft für Köln. Tatsächlich. Ja, leider. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre nicht deutscher Meisterschaft an die Kölner Haie. Ist es denn so genehm? Komm, ich guck mal, gucken, ob man das sehen kann von da. Könnt ihr sehen? Hier macht man ja alles selber. So. Dankeschön. Michi, Experten nennen dich auch Markus, aber das sind die richtigen Experten. Kommt mal näher nach vorne, Freunde. Kommt mal ein bisschen näher nach vorne. Ja, komm mal hier. Kommt, geh mal ganz Licht. An die Kante hin. Ganz an die Kante hin. So. Also, ich hoffe, wir brauchen jetzt keinen Übersetzer, weil es ist hier unser einziger, der uns aus dem Süden mit begleitet und uns hier ja, die Stange hält. Dreimal deutscher Meister mit... Wer lacht da? München. Es ist schwierig, aus Augsburg München zu sagen, aber okay. Ist es heute dein Abend auch? Und dreimal deutscher Meister mit München ist natürlich aller Ehren wert. Wir haben jetzt gerade vorhin ein kurzes Video gesehen. Es war der Abend oder dein Abschiedsspiel. Du warst gerührt, dir sind die Tränen gekommen. Das ist natürlich, ja, wie hast du den Abend empfunden? Ja, grundsätzlich ist es immer schwer am Schluss dann, wenn man wirklich weiß, dass es am Ende zugeht. Ich dachte eigentlich, dass es am Schluss vielleicht gar nicht so emotional wird, aber am Schluss war es dann doch wesentlich emotionaler, wie ich gedacht habe. Aber gut, es war eine schöne Zeit und deswegen erinnert man sich natürlich nur positiv daran. Die zweitmeisten Tore, glaube ich, in der DEL. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast ein paar Unterschriften schon abgegeben. Wir haben dir natürlich einen Vertrag von Augsburg untergeschoben. Du hast die Chance, den Rekord zu brechen. Als Füssen ist nicht so weit nach Augsburg und wir können jede Qualität im Sturm brauchen. Momentan auf jeden Fall. Können wir das fix machen hier mit? Ja, ich glaube, die Zeit ist vorbei. So immer braucht es ja dann doch nochmal. Aber das kriegt es auch so hin, dass wir am Schluss dann bestimmt nicht gegen Krefeld spielen müssten. Und ich muss sagen, du bist mein...
bist mein schwierigster Talkgast heute Abend, weil du ja auch lange Zeit in der verbotenen Stadt warst in München. Und aber so sympathisch, so authentisch, so nett bist, dass ich da gar keine großen Spitzen schießen kann. Erzähl uns mal ein bisschen so über deine Trainer. Also wir haben vorhin über Trainer gesprochen. Was ist so bei dir so ein Trainer, wo du sagst, man nimmt von jedem Trainer was mit, aber wo du sagst, das war so der Trainer, wo ich am meisten mitgenommen habe? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich sehr viele Trainer hatte. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ein paar Jahre dann auch in Iserlohn war. Und da hat man den Trainer doch immer wieder mal gewechselt. Und deswegen, aber grundsätzlich kann ich eigentlich nahezu nichts Schlechtes sagen. Also ich hatte viele gute Trainer. Und angefangen hat es mit dem Doug Mason in der Nationalmannschaft, dann mit Uwe Krupp. Aber letztendlich muss ich sagen, dass Don Jackson in München ja irgendwie schon was Besonderes ist. Er hat einfach das Gespür in jedem Spiel, dass er am Schluss doch die richtigen Spieler aufs Eis schickt, wie kein anderer. Und da bin ich eigentlich recht glücklich, so einen Trainer noch zum Abschluss gehabt zu haben. Ja, also ich finde ja immer, wenn man ihn beobachtet, Don Jackson, ich meine, die deutschen Meisterschaften, die er gewonnen hat, sprechen für ihn, wirkt er immer so ein bisschen abwesend eigentlich. Aber es ist er wohl nicht, er ist immer voll dabei, oder? Ja, manchmal denkt man als Spieler auch, dass er nicht hundertprozentig im Spiel ist, aber am Schluss schafft er es doch immer wieder, die richtigen Spieler aufs Eis zu schicken. Also die Meisterschaften, die Erfolge, die er mit verschiedenen Vereinen am Schluss gefeiert hat, denke ich, kommt eben nicht von ungefähr. Also er schaut so aus, aber vielleicht ist es auch Taktik. Du hast noch ein Erlebnis, du hast mal ein ja, quasi Doppelspiel gemacht, also in der dritten Overtime wart ihr da. Wie kann man sich das als Fan vorstellen? Ich meine, dritte Overtime bedeutet zweites Spiel hintereinander, man kriegt doch da gar nichts mehr mit, oder? Tunnelblick, Snickers. Wann war das und gegen wen? Snickers von der Tankstelle. Und wann war das? Kannst du immer antworten oder mir völlig egal. Ja, das war in der Playoff-Serie gegen Frankfurt, wo wir am Schluss das zweite Spiel zu Hause gespielt haben und dann ging es in die dritte Overtime, also ins sechste Drittel. Aber letztendlich sitzt man dann vielleicht auch mal in der Kabine und weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das Drittel jetzt wirklich läuft. Wie du schon gesagt hast, die Betreuer fahren an die Tankstellen und versuchen einfach nur irgendwas zu kaufen, dass man noch was zum Essen kriegt. Ja, am Schluss war es dann, glaube ich, fast egal, wer gewinnt. Wir waren alle froh, dass das Spiel dann irgendwann vorbei war. Danke. Michi Wolf. Michi, danke. Wolf. Michael Wolf, Glückwunsch zur Aufnahme in die Hall of Fame. Was bedeutet das für dich? Ja, erstmal vielen Dank. Ich denke, insgesamt muss man sagen, das realisiert man auch erst später. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass man, glaube ich, in seiner Karriere doch einiges richtig gemacht hat. Und das macht einen schon ein bisschen stolz. War ein bisschen emotional, wenn man so nochmal an der Wand liest, die ganzen Stationen, was man erreicht hat. Ja, wie kam das rüber? Ja, insgesamt war es einfach ein gelungener Abend. Also richtig emotional. Hat mich jetzt nicht so angegriffen, zum Glück allerdings auch. Aber es war ein super Event, schönes Event. Und natürlich freut man sich, wenn man da aufgenommen wird. Du bist dem Eishockey noch verbunden. Was machst du gerade? Zurzeit relativ wenig. Aber ich bin mit Red Bull München immer noch im Kontakt. Bin da im Scouting ein bisschen unterwegs. Habe aber, wie gesagt, also sehr, sehr viel Kontakt. Geradezu auch Christian Winkler. Und das passt alles soweit. Danke. Ja. Gut, dann sagen wir Dankeschön und genießt den Abend noch. Dankeschön. Vielen Dank. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Wir gehen auch hier vor, damit wir hier nicht die zweite Warning kriegen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich war leider im Talk nicht dabei. Wir hatten da Halloween, glaube ich, an dem Abend. Da war ich mit den Kindern unterwegs. Aber ich nee, da war dein Pappkamerad war dabei. Der war deutlich angenehmer als du. Dann machst du weiter jetzt. Komm. Ja, Daniel, du hältst bei der DEG alle Einzelrekorde, die ein Spieler machen kann. Tore, Scorerpunkte, Assists, Strafminuten, Spiele. Frauen. Nein, davon weiß ich.
Irgendwas muss dran sein. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, was fällt dir spontan ein, würdest du sagen, war dein Highlight? Ja gut, da gibt es viele Highlights, würde ich sagen. Also Weltmeisterschaften, Olympiaden natürlich, gerade die Weltmeisterschaften im eigenen Land. Und ja, auch mit der DEG die zwei Finalteilnahmen und auch mit Kassel die Zeit, früher das Halbfinale viermal. Also da gibt es viele Spiele, wo ich gern zurückdenke und auch viele Highlights. Wintergame warst du auch dabei? Ist ja hier in der Region immer ein Riesen-Event. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man normal, sag ich jetzt mal, vor überschaubarer Kulisse spielt, dann in einem Fußballstadion mit, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Zuschauern? Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Ja, ist anders auf jeden Fall. Leider ist es so, dass halt die Zuschauer relativ weit weg sind, weil die Eisfläche halt kleiner ist als der Fußballplatz. Aber trotzdem ist die Atmosphäre natürlich besonders und auch was ganz, ganz Besonderes, das Ganze drumherum. Und das war natürlich auch eine sehr schöne Sache. Aktuell Co-Trainer in Düsseldorf. Wie zufrieden mit dem aktuellen Start der Saison? So zufrieden wie wir in Augsburg? Zufriedener! Ihr habt sich ja schon angesprochen, das Wochenende ist für uns richtig geil, weil wir können nicht verlieren. Ja. Vom Tabellenstand, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein. Klar, intern und gerade als Trainer sieht man immer viele Sachen, die man verbessern kann. Und deswegen können wir auch sagen, dass wir vielleicht noch besser dastehen könnten. Aber grundsätzlich passt das schon. Da wir hier in Krefeld sind, hast du uns eine kleine Fangeschichte erzählt. Ich glaube, das ist hier ein Platz, da könntest du die nochmal erzählen. Hau raus, komm. Ja gut, das war eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr war, ich glaube, aber wir haben auf jeden Fall noch in der Rheinathalle gespielt und wir sind aus dem Bus ausgestiegen und dann kam ein kleiner Junge zu mir, ein KV-Fan, ich glaube, ich schätze mal, der war 10, 11 Jahre alt und sagt so ganz euphorisch zu mir, bist du der Daniel Kreuzer, bist du der Daniel Kreuzer? Ich so, ja, ich hasse dich. Das Schöne war ja, dass wir Leute zum Eishockey bewegt haben, die vorher nie Eishockey geschaut haben und wie viele Leute mich angesprochen haben, wo sie alle sonntags morgens um 5 Uhr das Spiel geschaut haben, obwohl sie vorher noch nie Eishockey gesehen haben, war schon super und da denkt man natürlich gern dran zurück, aber natürlich als Sportler denkt man auch daran zurück, wenn du kurz vor Schluss Überzahlspiel hast, dann musst du das eigentlich über die Runden bringen und
eine Goldmedaille rausholen. Aber wie du schon sagst, es ist immer noch der größte Erfolg des deutschen Eishockeys und vielleicht wird er irgendwann ja gebrochen. Ganz ehrlich, die Silbermedaille glänzt genauso schön wie die goldene. Absolut. Und ich denke, das war, ich glaube, das hat auch eine einmalige Würdigung. Du durftest, glaube ich, die Fahne tragen bei der Abschlussfeier. Wie war das? Wie hast du davon erfahren? Genau, also wie war das? Ich habe davon erfahren am Tag vor dem Finale, also Samstag. Wir sind nochmal zu einer Pressekonferenz gefahren ins Deutsche Haus und dann sagte mir unser Pressesprecher, dass ich die Fahne tragen werde und ja, das war natürlich ein grandioser Moment und für mich persönlich natürlich die größte Ehre dann für das Team D, was ja auch super erfolgreich als Team war bei dieser Olympiade, vertretenerweise die Fahne tragen zu dürfen. Ja, du warst ja auch lange Jahre in Nordamerika unterwegs, wir haben uns ja unterhalten und da gibt es auch ein Event, der wird bei uns hier in Europa eigentlich gar nicht so gesehen, das ist der World Cup of Hockey. Das ist ja ein Mega-Event im Endeffekt in Nordamerika, du durftest teilnehmen. Ja, 2016, das ist wahrscheinlich bis heute das hochkarätigste Turnier, was, glaube ich, gespielt wurde. Damals war ich bei Team Europe dabei. Es gab noch ein Team der Youngsters aus Nordamerika, also Amerikaner und Kanadier. Und also ein besser besetztes Turnier hat es bis dato nicht mehr gegeben. Und wir haben es ja ganz überraschenderweise, eigentlich ähnlich wie Team Deutschland, mit Team Europe dann ins Finale gegen Kanada in Toronto geschafft. Und das war schon... Unvergessen. Bitte? Unvergessen. Ja, das war was ganz Besonderes. Das beste Eishockey, auf höchstem Niveau, was ich selbst auch gespielt habe und natürlich ganz, ganz besonderer Moment. Wenn du hast eine gigantische Karriere hinter dir, Hut ab davor, aber eine kleine Sache, die hast du uns erzählt, die fehlt eigentlich so beim Abschluss. Willst du das hier mal sagen? Ja, also ursprünglich, als ich zurückgekommen bin, war mein Plan natürlich, dass ich in Krefeld mit dem Eishockey aufhöre und das ist so der einzige Wermutstropfen, den ich vielleicht habe. Dass ich meine Karriere nicht hier beenden konnte, sondern ich habe mich ja dann, obwohl ich eigentlich einen Dreijahresvertrag in Köln hatte, früher entschieden, mit dem Eishockey aufzuhören, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich vom Kopf her fertig bin. Und das ist halt so der einzige Wermutstropfen, aber es ist, wie es ist. Und trotzdem blicke ich stolz auf meine Karriere zurück. Absolut. Und dafür bist du heute... Ich glaube, eins kann man festhalten, lieber Christian. Ich weiß nicht, ob du das vorhin gemerkt hast. Du hast gerade gesprochen von dem Wermutstropfen. Du weißt aber auch, die Krefelder Fans haben das Herz auf dem rechten Fleck. Und als du gerade hier auf die Bühne gekommen bist, haben alle gestanden. Und ich glaube, das zeigt auch, welchen Stellenwert du für das Krefelder Eishockey hast. Und ich glaube, das ist vergessen und vergeben. Und wir verneigen uns heute von einer großen Karriere. Glückwunsch zur Aufnahme in die Hall of Fame. Was bedeutet das für dich? Es ist eine riesengroße Ehre für mich, wenn man sieht, wer alles vorher aufgenommen wurde, welche großartigen Spieler. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt zu diesem Kreis gehöre. Ja, als Lokalmatador, wir sind in Krefeld, hast du ja auch den allermeisten Applaus bekommen. Wie ist das? Wie hast du das aufgenommen? Das ist natürlich noch besonderer für mich, weil ich gegenüber mit dem Eishockey angefangen habe, hier die ganzen Stationen im Nachwuchs durchlaufen habe, 2003 Meister geworden bin und dass dann hier die Ehrung stattfindet, war so das i-Tüpfelchen. So ein bisschen als die Laudatio auf dein Leben, auf deinen Abschied dann auch gegangen ist, es war ein bisschen emotional, wenn man
das nochmal so Revue passieren lässt, ne? Auf jeden Fall, natürlich. Mein Abschied war sowieso für mich auch emotional, damals aufgehört zu haben, und das kam sicherlich nochmal ein bisschen hoch, natürlich auch mit, dass ich eigentlich auch gerne in Krefeld aufgehört hätte und das eben nicht so passiert ist. Was macht Christian Ehrhoff jetzt nach der aktiven Karriere? Immer noch dem Eishockey verbunden? Nein, im Moment habe ich nichts im Eishockey zu tun. Ich habe ja ein Gesundheitszentrum in meiner Heimatstadt Moers. Da bin ich viel involviert und ich habe 3 Töchter. Und den Luxus, mit denen Zeit zu verbringen, das ist mir auch sehr wichtig. Gut, dann sagen wir Dankeschön und noch einen schönen Abend. Danke ebenso. Eishockey-Fans sind, weil ich habe hier heute so viele verschiedene Trikots gesehen. Ob es Krefeld ist, Düsseldorf, Köln, Iserlohn, auch Trikots von Mannschaften Füssen hier vorne zum Beispiel, auch Trikots von Rostock, natürlich, Entschuldigung, Rostock Piranha, selbstverständlich, aber so oder so, dass wir hier so zusammenstehen können und feiern können, das ist nicht in jeder Sportart selbstverständlich. Und ich finde auch, wenn man kritisch jetzt mal auf eine andere Randsportart schaut, nämlich auf Fußball, da sind so viele Dinge, die all das gerade nicht vertreten, was wir leben, nämlich Vielfalt, Toleranz, Gleichberechtigung und dass wir die Menschen so nehmen, wie sie sind. Das würde ich mir so oft wünschen in vielen anderen Sportarten. Und ich hoffe wirklich, dass wir schaffen, diese Toleranz, die wir leben, diese Vielfalt, die wir leben, diese Diversität und Internationalität, dass wir das als Botschaft so ein Stück weit auch in die Welt tragen können, denn dann sind wir dafür zuständig, dass die Welt ein kleines bisschen ein coolerer und besserer und toleranterer Ort wird. Deswegen jetzt viel Spaß, feiert schön die Hall of Fame 2022. Ja, aber ich sag schon mal Tschüss. Danke. Einen habe ich noch. Von mir dieses Trikot überreicht bekommen. Er hat es in komplett selbstloser Art und Weise weiter verschenkt. Und deswegen kriegt er von mir nochmal eins.